Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil die sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. Servus zusammen. Hier geht es in dem Clip um Conti und Varta. Die haben sich gesucht und gefunden. Das sind für mich zwei Diven. Wenn die gut drauf sind, dann füllen die nicht nur den Konzertsaal, sondern dann stehen die Leute draußen Schlange. Und wenn die dann liefern die richtig. Und das ist dann ein Ohren- und Augenschmaus. Aber wenn die mal bitchy sind, dann will man nicht in deren Nähe sein, sagen wir es mal so. Das sind sie beide. Auf beide gibt es wenig Scheine, insbesondere auf Varta habe ich mal geschaut. Das sind, ich glaube, 468 Scheine, aber ich kann es verstehen. Weil die Übernachtpositionen, also oder andersrum, weil die Übernachtbewegungen manchmal 5-10% sind, da wird kein Emittent mit froh. Also deswegen, ich kann das verstehen. Ich werde auch zu beiden Aktien keine Scheine nennen. Tatsächlich habe ich nichts wirklich Sinnvolles gefunden. Aber gucken wir mal eins am anderen. Also das ist die Conti. Was habe ich denn bei der Conti? Moment. Bei Conti habe ich nur zwei Analystenmeinungen gefunden. Das eine von der UBS mit Ziel 71. Da sind sie ja mehr oder weniger dran. Oder vielmehr drüber. Und das andere ist von der HSBC 75. Also mehr habe ich da nicht gefunden. Am 7.3. haben die einen Jahresabschluss für 23. Mehr habe ich an Zahlen jetzt nicht zu denen. Interessant finde ich den Monatschart. Der zeigt eigentlich alles, was wir brauchen. Ich habe hier mal einen Trend gezogen. Ich finde ihn nicht so prickelnd. Der setzt nur einmal, zweimal, dreimal, viermal auf. Aber wir sind dran. Ja, der sticht ins Auge, den muss man nennen. Und ich habe von der letzten Abwärtsbewegung mal die Fibos gezogen. Und da gehen sie nur, und zwar fast punktgenau, an das 38er, was sich verbindet mit dem oberen Monatsband und mit eben diesem Downtrend. Also dieser Bereich um die 78,45 ist schon wichtig. Ja, fast mehr, hier haben wir auch die Unterstützung, fast mehr brauchen wir gar nicht. Wir sind leicht positiv im neutralen Bereich über den Oszillator und leicht positiv über den Trendfolger. Auf Wochensicht sind die, weil sie jetzt heftig gestiegen sind, eingeleitet durch diesen Hammer hier vom 23.10., von der Woche des 23.10., von 58 hoch bis, ich glaube, das Hoch war 77, ne? Ja genau, 77, dann muss das hier hoch sein. Aber ich habe kein Verkaufssignal und das MACD ist nach wie vor positiv. Da gibt es weder über die traditionelle noch über die moderne Sichtweise irgendwas zu sagen. Ja, und dann hängen wir hier an diesem Trend. Und der verbindet sich auch ganz gut hier. Also wir haben hier das obere Band, wir haben den Trend und wir haben hier das Hoch aus vom 6.3. diesen Jahres. Wo war denn das? Das war bei 79 Ungrad. Also es ist schon eine schöne Zone. 200-Wochen-Linie ist auch noch ein bisschen weiter oben, 83. Ja, gucken, was der Tag bringt. Also beide, für Conti und Varta gilt bei mir, die handle ich immer nur mit gebremsten Schaum. Da gehe ich nie in der vollen Position rein. Die sind einfach zu bitchy. Und die Conti, die schuldet mir auch noch was. Das war mal vor 4-5 Jahren. Da haben sie nachbörslich dann Zahlen bekannt gegeben, Profit Warning und so weiter. Das kriege ich noch wieder. Wir bleiben hier mit diesem Downtrend. Wir haben hier das 38er.
Wir haben hier das Märzhoch, was ich eben schon angesprochen habe. Wir gelten über die Technik als sehr hoch und das schon seit längerer Zeit hier, seit 63. Also sie hat sich hochgemacht. Also ich mag Conti, aber ich denke, dass diese Bewegung hier, die muss erstmal verdaut werden. Deswegen glaube ich, dass wir nochmal so einen Sprung runterkriegen hier bis zu 68. Unter der 70 finde ich es interessanter. Warte mal, ich nenne hier gar keine Scheine. Ich wüsste, die müsste ich hier unten irgendwo anlegen. Und das ist so weit weg. Da ist der Hebel einfach wirklich zu gering. Da möchte ich jetzt gerne mal warten, ob Sie wirklich diesen Bereich hier um die 78, ob Sie den rausnehmen. Aber die Möglichkeit hat sie. So, und dann gucken wir mal auf die Warta. So, Warta bringt am 28.03. seinen Jahresabschluss. Das hier war in letzter Zeit auffallend. Dieses SIH Partners hat Leverkäufer hat den Rückzug angetreten. Also es ist so, dass es sind nur noch 3% Short-Positionen im Markt, also gemeldete Short-Positionen von Hedgefonds. Das habe ich schon bei über 10% gesehen. Von daher, die ziehen sich jetzt langsam zurück. Firma ist im Umbau, hat 800 Leute entlassen und diese ganzen Kostensenkungsprogramme, die scheinen zu greifen. Und sie hat auch beim letzten Quartal eigentlich ganz gute Zahlen geliefert. Deswegen von dem wirtschaftlichen Umfeld her glaube ich, dass die Warta eher hier so eine Bodenbildung macht. Das ist der Monatschart, also sowas sieht man ganz selten. Das ist hier so ein Rounding Top. Und auch hier geht es ordentlich runter. Aber wir sind stabilisierend über den Trendfolger, leicht positiv würde ich Stochastik. Und es sieht mir nach einer Bodenbildung aus, hier so um die 13,5. Das ist der Wochenchart. Und hier dieser Bereich hier, das war das letzte Zwischenhoch vom 13.11. um die 24,65. Den gilt es zu brechen, um dann wenigstens in diesen Bereich hier zu kommen. Da sind wir zwischen 30 und 33. Das muss ich aber machen. Die Bänder sind recht eng. 17 zu 23. Also von der wöchentlichen Technik habe ich hier gar nichts, muss ich ehrlich sagen, habe ich überhaupt nichts. Und im Tag sind sie leicht negativ über beide. Über den Oszillator und über den Trendfolger leicht negativ, aber wir haben jetzt einfach nochmal auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt. Das war gestern. Erste ganz gute Unterstützung ist bei mir der Bereich knapp hinter der 20, so um die 19,75 rum. Und dann geht es gleich direkt weiter. 18,50. Also, sie hat hier schon einige gute Unterstützung. Es fehlt eine Initialzündung. Ich weiß nicht, woher sie kommen soll. Aber ich gebe eigentlich die Warta nicht auf. Ich sehe eher einen Kurs von 30 als einen von 10.